Im Oktober 2016 sind wir nach Dubai geflogen, um das Videotraining Cityscape Masterclass aufzunehmen. Hier ist das Behind the Scenes. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal geht es nach Dubai und ja, ich bin im Moment noch zu Hause und warte gerade auf den Ukas, der holt mich gleich ab. Und dann werden wir gemeinsam zum Flughafen Tegel fahren und von dort aus nach London fliegen und dann weiter über Nacht nach Dubai. Hey Leute! Wir sind gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Dubai. Wir sind in London zwischengelandet und jetzt geht's weiter Richtung Dubai. Ja, wird mega nach Dubai. So, wir sind gerade in Dubai gelandet und haben jetzt gerade unser Gepäck geholt. Und Benny muss sich jetzt auf jeden Fall noch eine Sonnenbrille kaufen, denn... Ich habe meine Sonnenbrille auf meinem Tisch liegen lassen zu Hause und das ist sehr ärgerlich. Ich möchte mal sagen, wenn man nach Dubai fährt, ist das Essentiellste, ja, nicht die Kamera, sondern die Sonnenbrille. Bennys Koffer wurde geöffnet, ja, und jetzt muss man mal, also dass ein Koffer geöffnet wird zur Kontrolle, ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Das stimmt. Jetzt hat er hier einen Zettel in seinem Koffer gehabt und jetzt... Wer hat unterschrieben? Ja, also mein Gepäckstück wurde von der Bundespolizei nochmal geöffnet. Und lustigerweise hat das ein Herr Erdogan unterschrieben. Kann man das sehen? So Leute, wir sind in der Wohnung, beziehungsweise haben wir jetzt gerade unsere Koffer schon mal abgegeben. Und die braucht jetzt noch eine Stunde, um die Wohnung ein bisschen wieder frisch zu machen und so weiter. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach Dubai Marina, werden da ein bisschen was essen. Und dann geht's richtig los. So Leute, wir sind ungefähr 500 Meter gelaufen. Ich sehe so aus wie in New York. Mega fertig, ich schwitze wie sonst was. Wir haben uns jetzt gerade reingesetzt in ein kleines Café, um hier noch ein bisschen zu frühstücken. Und hier drin ist es klimatisiert, das heißt, ich kann wieder so ein bisschen abkühlen. Ich finde es schon ein bisschen zu kalt. Ja, und wir haben jetzt hier gerade mal in die Karte geguckt. Also hier gibt es alles mögliche. Hier gibt es ganz normales kontinentales Frühstück. Du kannst aber auch genauso gut ein traditionell arabisches Frühstück essen. Werde ich irgendwann auch nochmal ausprobieren, aber jetzt so für den ersten Tag. Gesund und vegetarisch. Hier gibt es einen frischen Obstsalat und... Songs und so weiter, also alles, was das Herz begehrt. So Leute, wir gehen jetzt zur Marina Dubai und fangen an zu drehen. Das erste Tutorial. Und jetzt geht's wieder in die Kälte. Machst du? Aktuell mache ich gerade Social Media. Social Media. Aber insgesamt habe ich hier mein Magic Armor ausgepackt von Tether Tools. Ist gestern erst geliefert worden. Richtig cool. Einmal die Klemme hier, wo ich wirklich ja, das überall eigentlich ranklemmen kann, wo ich möchte. Auch an einer Glasscheibe oder an irgendwelche Rohre wie hier. Und dazu dann dieser Magic Arm, der tatsächlich meine D800 mit dem 14-24 so komplett trägt, da überhaupt keine Mätzchen macht. Und das ist schon sehr, sehr nice, weil du dann halt die Kamera wirklich auch mal zum Beispiel nach unten kippen kannst. Und das ist halt mit einem normalen Stativ nicht möglich und das ist schon eine ganz geile Sache, auf jeden Fall. Probiere ich jetzt gerade ein bisschen aus, teste ich ein bisschen und dazu gibt es auf jeden Fall auch noch ein Video. Könnt ihr mal schauen, die Sonne geht langsam aber sicher unter.
Man sieht es nicht so ganz, aber es wird schon so ein bisschen orange-gelblich. Wir sind gerade am Abendessen. Subway, Pizza, McDonald's. So, Freunde, wir sind an der ersten richtigen Location angekommen für heute Abend. Wir sind schon ein bisschen hier. Wir haben schon den Sonnenuntergang. Es ist eigentlich noch, kommt eigentlich erst noch, aber wir waren schon da, als die Sonne noch da hinten war, zwischen den Gebäuden. Sah auch schon sehr, sehr nice aus, wie da die Sonne durchgeschienen hat. Und jetzt warten wir hier tatsächlich auf die blaue Stunde. Wir sind in Dubai Marina und zwar an oder auf der Dubai Marina Mall. Da gibt es oben ein Food Court und dann kann man hier einfach rausgehen auf so eine Art Terrasse und kann dann hier richtig geil runter fotografieren auf Dubai Marina. Und ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt richtig geil aussehen wird, wenn gleich die blaue Stunde kommt, wenn das hier alles anfängt zu leuchten, diese ganzen Fassaden hier von den Gebäuden und so weiter und unten natürlich auch die Boote. Also da bin ich sehr gespannt drauf. So Leute, wir haben noch einmal die Position ein bisschen gewechselt, das heißt, wir sind noch ein bisschen weiter nach rechts gegangen und dadurch ist die Komposition wesentlich stärker geworden, weil wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, hier in diese Gebäudeschlucht reinzugucken. Und wenn wir jetzt hier in diese Gebäudeschlucht gucken, haben wir wesentlich mehr Tiefe im Bild, weil man halt einfach viel mehr Dreidimensionalität drin hat, weil man die Gebäude halt hinten viel mehr sieht. Und außerdem haben wir jetzt hier richtig coole führende Linien, die so in die Bildmitte wieder reinlaufen. Also zum Beispiel hier diese Reling, wo wir hier quasi lang fotografieren. Die macht ja hier hinten so einen Bogen lang. Also wenn ihr hier mal guckt, hier hinten, dieses ganze Ding, die führt da hinten wieder ins Bild rein. Und dieses Haus jetzt hier ist quasi der Bildmittelpunkt, auch wenn er nicht ganz in der Bildmitte ist. Aber das ist jetzt quasi so unser Vordergrund. Und genauso haben wir jetzt hier hinten diese Gebäudeschlucht hier. Das ist dann quasi auf der anderen Seite die Linie, die dann wieder in die Bildmitte reinführt. Und von daher eine richtig starke Komposition an der Stelle. Und jetzt dauert es nur noch ein paar Minuten, bis wir eine wirklich richtig schöne blaue Stunde haben. Und ich würde sagen, lasst uns anfangen. Guten Tag. Ich fotografiere unter einer Brücke die Dubai Skyline. Ja. Belichtet gerade. Ja. Ich dauere das jetzt hier kurz. Okay, dann zeige ich aber mal hier so, das ist der Ausschnitt, der eigentlich ziemlich cool aussieht. Jo Leute, was geht? Wir sind jetzt seit ungefähr 26 Stunden wach. Und ich habe gerade eben, als wir noch draußen waren, gegen Ukas immer so ein bisschen argumentiert. Ukas war schon ein bisschen schwerer auf den Beinen und ich habe immer so gesagt, ja komm, lass doch noch eine Location machen. Aber wo ich jetzt hier auf dem Bett liege, muss ich ehrlich gestehen, wow. Also so ein bisschen Schlaf könnte ich jetzt auch vertragen. Und dadurch, dass wir morgen zum Sonnenaufgang schon wieder los wollen und da mit unserem Tutorial anfangen, das endlich zu filmen, bin ich doch ganz froh, wenn wir jetzt noch ein bisschen Schlaf bekommen. Ich schneide jetzt hier allerdings gerade noch ein kleines Video, was wir gerade eben schon für euch aufgenommen haben, für den YouTube-Kanal hier. Da geht es nämlich um Porträts bei Nacht. Und das ohne. Das wird ziemlich geil. Das hoffe ich doch. Also, wenn ihr es dann schon gesehen habt, wenn ihr diesen Vlog hier seht, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Morgen. Das ist viel zu früh. Gibt es hier eine Uhr? Ja, wir haben eine Uhr. 4.28 Uhr. Guck dir dieses strahlende Lächeln an. 4.30 Uhr. Ja, wie ihr seht, ist hier echt viel los auf den Straßen, obwohl es irgendwie 4.45 Uhr, 4.30 Uhr ist. Schon crazy. Jetzt müssen wir zu dem geilen Spot hinlaufen. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ja, Freunde, der erste Fail. Wir haben irgendwie probiert hinzukommen, aber dann festgestellt, dass es nicht der richtige Blickwinkel ist. Davon abgesehen war halt der Sonnenaufgang auch nicht gut, aber. Ja, das ist der Sonnenaufgang. Wir sind eigentlich mitten noch beim Sonnenaufgang. Er sieht aber nicht schön aus. Nachdem wir jetzt noch mal ein paar Stunden gepennt haben, jetzt sind wir wirklich mal alle richtig ausgeschlafen. Sind wir jetzt wieder losgezogen. Wir wollen jetzt frühstücken, vielleicht auch eher Mittagessen, denn es ist schon 2:30 Uhr. Und ja, die Mittagssonne knallt noch ordentlich, aber so langsam kann man wieder rausgehen. Und wir haben jetzt
einen Treffpunkt ausgemacht mit einem Fotografen hier aus Dubai, den ich mal angeschrieben hatte. Und wir gehen heute Abend das erste Mal rooftoppen. Yeah! Leute, unser Video ist heute online gegangen, Porträts bei Nacht ohne Blitz. Das haben wir ja gestern spontan gedreht und es ist heute online gegangen. Und vielen Dank für das viele positive Feedback bereits. Also ich bin echt begeistert. Ja? Weiter so, liebe Community, weiter so. So Freunde, wir sind auf dem ersten Rooftop angekommen. Und schaut mal, mega geile Aussicht. Irgendwo da hinten im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Aber da ist der Burj Khalifa. Really, really nice. Und schaut euch mal an, wenn man jetzt hier mal so hinguckt. Sieht schon mega aus. Wir sind jetzt hier zum Sonnenuntergang und dann natürlich auch noch blaue Stunde. Wir haben jetzt hier gerade schon alles aufgebaut soweit und werden jetzt mal gucken, was so geht. Und natürlich auch gleich Tutorials drehen. Wir sind hier immer noch auf dem Rooftop. Mega geile Aussicht. Ja, wir sind hier, das ist ziemlich nice. Stimmt, Stefan? Ist nice? Really nice. 1424. And I have nice filters. Oh. I thought you're showing something. So now you are in my vlog. Yeah. Wir sind jetzt gerade nach unserer Rooftopping-Session mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und jetzt holen wir endlich unser Auto ab, denn dann sind wir einfach mega flexibel, was das alles angeht. Weil bisher sind wir halt mit dem Taxi mal gefahren oder mit der Metro und es ist schon echt krass, immer so das gesamte Equipment mitzuschleppen. Und wenn wir jetzt unser eigenes Auto haben, dann können wir auch einfach mal ein bisschen was drin lassen im Auto, immer nur das rausholen, was wir brauchen. Wir können direkt zu den Spots fahren und das ist dann schon wesentlich entspannter. Und deswegen freue ich mich da mega drauf jetzt. Und dann gehen wir als nächstes erstmal was essen, denn es ist jetzt ungefähr 21 Uhr abends bei uns. Wir haben noch kein Abendbrot gegessen. Ach so, dann. Leute, wir haben endlich unser Auto. Mega. Wir haben gerade in der, wo sind wir eigentlich? In der Dubai Mall haben wir gerade unten in der Tiefgarage geparkt. Alter, hier ist kostenloses Parken. Anscheinend. Nee, glaube ich nicht. Wir haben keine Karte irgendwie ziehen müssen oder so. Ich denke mal, es ist wirklich kostenloses Parken hier. Wie geil ist das denn, ja? Es ist jetzt schon irgendwie 1:30 Uhr in der Nacht. 1 Uhr. 1 Uhr schon. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Und, wir wollen noch so ein bisschen in den Burj Khalifa fotografieren von außen. Und der ist ja direkt an der Dubai Mall dran und dementsprechend nutzen wir jetzt noch schön unsere, unsere neu gewonnene Freiheit aus, dass wir fahren können, wohin wir wollen, wann wir wollen und mit wem wir wollen. Leute, man will es ja nicht für möglich halten, aber wir sind gerade in der Dubai Mall. Die hat zwar schon zu, aber die haben einfach mal ein Eisfeld hier, wo man Schlittschuh laufen kann. Jetzt gerade trainieren irgendwelche Eishockeyspieler hier. Ist das krass, ey. Mitten in der Wüste einfach mal so eine komplette Eishalle aufgebaut. Unfassbar. Nur in Dubai. Wir sind aus der Mall raus und stehen jetzt hier gerade direkt vor dem Burj Khalifa, der hier im Hintergrund zu sehen ist. Das höchste Gebäude der Welt, 828 Meter. Ich denke mal, man kann es einigermaßen einschätzen, wenn man denkt, dass ich hier mit einem Ultraweitwinkel filme und ich schon ein paar Meter von dem Ding wegstehe. Also wirklich extrem groß. Mit 14 mm kriegt man es sogar auf hier aus der Entfernung. Aber es ist schon wirklich atemberaubend. Hier direkt davor haben wir so eine Art Teich. Ich kann euch das ja mal ganz kurz hier zeigen. Also hier ist überall Wasser. Und das Coole ist, ich habe jetzt gerade angefangen erstmal mit dem Shot direkt von dem Burj Khalifa. Außerdem ist hier im Hintergrund, seht ihr auch noch, richtig cool, ja, so eine Art Brücke aufgebaut. Alles so ein bisschen im arabischen Stil, fand ich ganz geil. Da stand ich vorhin da oben und habe quasi durch diesen Vorbogen da so ein bisschen durchfotografiert, um so einen natürlichen Rahmen noch für das Foto zu bekommen. Sah sehr cool aus. Und jetzt habe ich hier unten diesen Shot nochmal gemacht, ohne diesen Rahmen. Und dann,
sieht man natürlich auch, dass das Wasser extrem ruhig hier ist und dementsprechend kann man sehr geile Spiegelshots machen. Also man sieht es ja hier sogar im Video. Und da sind wir jetzt gerade mit dabei. Jetzt werden wir gleich hier noch ein kurzes Tutorial drehen, beziehungsweise ein kurzes Kapitel zu dem Gesamttutorial zum Thema Spiegelung im Wasser. Es ist, wie spät haben wir es? 3 Uhr nachts. Wir sind immer noch unterwegs in Dubai. Es ist ohne Spaß, es ist verdammt heiß. Viel zu heiß. Die Suppe läuft mir runter, Stefan auch. Film mal ihn da. Guckt euch, Stefan. Aus allen Poren. Also so richtig extrem. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Es sind immer noch über 30 Grad, 32 Grad, aber hier haben wir eine schöne Reflexion. Dann haben wir extra, sind wir extra nochmal angehalten und haben die halt fotografiert. Und da sieht man im Hintergrund den Burj Khalifa, den Burschen, wie wir ihn nennen. Und Matthias macht da noch einen Symmetrieshot und dann ziehen wir weiter zum nächsten Spot. Irgendwann werden wir mal wieder nach Dubai kehren, aber dann im Dezember oder Januar, dann sind es dann angenehme 23, 24 Grad Durchschnittstemperatur und das ist schon okay. Das ist okay und vor allem sind da mehr Wolken am Himmel. Und wir haben Nebel und hier, wir haben wirklich, gut, wir sind jetzt noch nicht lange hier, seit 2 Tagen, aber es ist halt nur blauer Himmel und du siehst nicht eine einzige Wolke. Und da müssen wir gucken, dass wir noch einen schönen Spot für einen Sonnenaufgang finden, weil wir waren heute nicht wirklich erfolgreich und vorhin, als wir nur mal einen Spot abchecken wollten, hat man uns nicht durchgelassen, weil ich glaube, der Spot wäre geil gewesen. Aber vielleicht finden wir noch irgendwas. Das war der erste Teil des Vlogs aus Dubai. Wenn du Interesse an der Cityscape Masterclass aus Dubai hast, dann kannst du gerne auf meinem Store vorbeischauen, www.stefanschäfer-store.de. Atemberaubende Skylines, luxuriöse Autos, wohin das Auge reicht und ein Hochhaus reiht sich an das nächste. Herzlich willkommen zur Cityscape Masterclass aus Dubai. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, sind alle zusammen nach Dubai geflogen und haben dort ein sehr aufwendiges, sehr unterhaltsames und ein sehr lehrreiches Videotraining zum Thema Cityscape produziert. In insgesamt 13 Lektionen lernst du, wie ich fotografiere, wie ich die Kamera einstelle. Du kannst mir on location direkt über die Schulter schauen. Und später dann auch die Nachbearbeitung am Rechner kannst du 1:1 mitverfolgen von A bis Z, von der RAW-Entwicklung bis hin zum Final Touch in Photoshop. In der Nachbearbeitung behandeln wir viele verschiedene Techniken, angefangen bei der simplen RAW-Entwicklung bis hin zu Profitechniken wie Luminanzmasken. Du erhältst natürlich auch alle RAW-Files kostenlos mit dazu, damit du direkt im Video mitüben kannst und das Ganze wirklich Schritt für Schritt einzeln nachvollziehen kannst, was ich da mache. Mit einer Gesamtspieldauer von über 6,5 Stunden alleine das Videomaterial bekommst du einen tiefen Einblick in das Thema Cityscape-Fotografie. Ich zeige dir viele verschiedene Themen, viele verschiedene Techniken, die man nutzen kann und viele verschiedene Ideen, die man auch einsetzen kann, wenn es darum geht, Städte zu fotografieren. Zusätzlich zu diesem Training wird es auch noch eine separate Facebook-Gruppe geben, wo nur Leute rein können, die dieses Training auch erworben haben, die dann nochmal Fragen stellen können, falls noch welche übrig sind und diese dann natürlich auch von mir beantwortet werden. Trotz der Fülle an Informationen und wertvollen Tipps, die ich hier auf diesem Videotraining weitergeben möchte, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Training eben nicht so teuer zu machen, dass es sich wirklich nur die Berufsfotografen leisten können, sondern auch jeder Anfänger. Zu einem Einstiegspreis von nur 50 Euro sollte da jeder zuschlagen können. Wenn du Interesse an diesem Videotraining hast, dann besuche meinen Store www.stefanschäfer-store.de.